Hallihallo, ich begrüße euch zu einem Let's Play von The Binding of Isaac Afterbirth. Es ist schon eine Weile her, dass ich The Binding of Isaac gespielt habe. Ich habe es oft und lange gespielt und habe auch alle Achievements freigeschaltet. Eines der, wenn nicht sogar das einzige Spiel auf Steam, das ich tatsächlich komplett, das ich komplettiert habe. Ich habe es aber bestimmt schon ein halbes Jahr nicht mehr gespielt, deswegen bin ich gespannt, ob ich es noch hinbekomme. Falls ihr es nicht kennt, The Binding of Isaac ist ein Roguelike. Wir können mehrere Figuren spielen. Wir müssen uns durch einen Keller hindurch immer tiefer graben, bis wir eben das Ende erreichen. Die Geschichte ist schnell erzählt. Wir sind Isaac, der von seiner Mutter auf einen Befehl Gottes hin geopfert werden soll. Und er findet eben in seinem Zimmer eine Luke, die ihn in den Keller führt, und dann geht es eben immer weiter nach unten. Ihr werdet gleich sehen, wie das Spiel aussieht, und falls ihr es noch nicht kennt. Ich kann es auch nur empfehlen. Es ist wirklich, wirklich abwechslungsreich und auch sehr interessant. Ihr seht, es gibt einen Haufen Figuren, aber wir nehmen heute einfach Isaac. Wie gesagt, falls ihr es nicht kennt, versuche ich es kurz zu erklären. Wir haben hier Isaac. Wir schießen Tränen, ja, weil wir so traurig sind. Gibt Sinn. Und wir bewegen uns in diesen Räumen, die so ein bisschen an Zelda erinnern. Das ist so ein bisschen die Inspiration. Und wir besiegen alle Gegner im Raum, dann öffnen sich die Türen wieder. Und wir müssen uns durch dieses Labyrinth, rechts oben haben wir die Minimap, hindurch bewegen, um zum Endgegner zu finden. Dabei finden wir natürlich eine ganze Menge an verschiedenen Power-Ups und Gegenständen, die uns helfen. Wir müssen vielen Gegnertypen trotzen und die Endgegner besiegen. Kann sein, dass ich gnadenlos verliere. Ich habe schon eine Weile nicht mehr gespielt. Ist auch manchmal tatsächlich nicht ganz einfach. Und hier haben wir zum Beispiel eine Pille gefunden. Benutzen wir. Die kann gut oder schlecht sein. Voller Energie bringt uns jetzt tatsächlich gar nichts. Hier haben wir einen Itemraum. Ich glaube, es ist bei euch ein bisschen laut. Ich mache es kurz etwas leiser. So, da sind wir wieder. Mom's Contacts Freeze Effect. Das heißt, wir können Gegner einfrieren mit diesen roten Tränen. Wir haben auch einen, also eine passive Eigenschaft. Wir haben auch einen aktiven Gegenstand, den D6-Würfel. Dieser erlaubt es uns, einen Gegenstand gegen einen anderen auszutauschen, solange wir ihn noch nicht aufgehoben haben. Hätte ich jetzt mit Mom's Contacts machen können. Dann kann dann was Gutes oder auch eher was nicht so Gutes rauskommen. Das bringt uns etwas mehr Glück. Heißt, wir können bessere Gegenstände finden. Oder auch nicht. Dem jungen Kerl hier können wir Münzen geben. Wenn wir ihm genügend geben, kriegen wir vielleicht einen netten Gegenstand. Ich habe aber nur zwei. Bringt mir nichts. So, komm, in das Feuer. Geh in das Feuer. Das Feuer ist schön. Das Feuer ist dein Freund. Er frisst deine eigene Bombe. Ich sollte, glaube ich, aus Gewohnheit überspringe ich immer das Endgegner-Intro. Sollte ich aber vielleicht nicht machen. Also, Hundefutter bringt ein Energie-Update. Räumen wir mal das ganze Ding noch frei. Ein bisschen Geld zu haben schadet tatsächlich nicht. Wenn wir da noch etwas finden würden. Aha, hier haben wir einen sogenannten... Ein Tinted Rock, also einen gefärbten Stein. In diesen finden wir nützliche Sachen. Hier also ein blaues Herz, ein Soul Heart. Das funktioniert im Prinzip genauso wie ein normales Herz. Aber es hat keinen Container. Also wenn es weg ist, ist es weg. Wohingegen die blauen Herzen, wie bei Zelda, wieder durch Herzwunde aufgefüllt werden können. Da werden wir natürlich nicht zu Gesicht bekommen, weil ich keine Energie verliere in diesem Spiel. Ja? Ich bin so gut darin, dass ich einfach durchbrause, ja? Und kein einziges Mal
auch nur getroffen werde. Wir verlieren ein halbes Herz, falls wir getroffen werden. Aber wie gesagt, ich werde ja nicht getroffen. War natürlich nur ein Witz. Ich werde ziemlich bald ständig getroffen, wie ich mich kenne. Das sind diese Champion-Gegner, die ich nicht mag. Ja, die lenken meine Tränen ab. Diese Türkisfarben, Dunkeltürkisen explodieren. Bei anderen weiß ich es schon gar nicht mehr. Wie gesagt, es ist schon eine Weile her, dass ich das letzte Mal gespielt habe. Aber es macht einfach irre viel Spaß, auch sehr abwechslungsreich. Sticky Bombs, das sind Bomben, die ich weiß es schon gar nicht mehr. Ich wechsle es aber einfach und das ist definitiv besser. Libra, Waage, gibt uns 6 Gegenstände jeweils, 6 Münzen, 6 Bomben, 6 Schlüssel. Gar nicht schlecht, Schlüssel kann man immer gebrauchen. Und ebnet all unsere Werte. Wir haben hier verschiedene Werte. Geschwindigkeit, in der die Tränen fliegen. Intervall zwischen den einzelnen Tränen, die Stärke, unseren Glückswert. Und Libra ebnet alles ein. Und auch über das Spiel hinweg, falls wir einen Gegenstand finden, wo das irgendwie interessant sein könnte, sage ich euch Bescheid. So, das war eine Art Fallenraum. Hier müssen wir den Knopf drücken, um die Türen zu öffnen. Aber diese bestimmten Fässer kann man bewegen, deswegen war das nicht so kompliziert. Wir haben einen schmalen Raum. Dass wir so viele Soul Hearts bekommen. Ah, Monstro. Ja, ich habe schon wieder weggeklickt. Dass wir so viele Seelenherzen bekommen, liegt vor allem daran, denke ich, dass ich hier diesen das goldene Hufeisen habe. Das habe ich natürlich wieder sehr geschickt gemacht. Ja, das ist ein Markenzeichen von mir, dass ich geschickt bin in dem Spiel. Und in jedem anderen Spiel auch. Komm. Yeah. Und weg ist er. Na, die ersten Level sind noch nicht so kompliziert. Der Schuh vergrößert die Reichweite, mit der wir schießen, aber ich finde, die ist eigentlich schon recht groß. Hier haben wir einen Deal with the Devil. Einen Teufelspakt. Hier können wir einen Container eintauschen gegen einen Gegenstand. Und hier haben wir Goathead. Das mache ich auf jeden Fall. Goathead öffnet den Deal with the Devil jedes Mal. Ja. Er öffnet sich normalerweise nur in bestimmten Fällen, oft auch nicht. Man darf zum Beispiel keinen Schaden nehmen auf einem Level, was aber durchaus passieren wird mir. Deswegen ist Goathead eine gute Idee. Und Schaden, der von oben kommt, wird es hin und wieder geben, wird uns nichts abziehen. Range Up, also eine Vergrößerung unserer Reichweite, will ich nicht. Das heißt, ich werde noch ein bisschen hier rumstreifen. Ihr seht, der D6-Würfel muss aufgeladen werden. Jeder Raum füllt so eine Inkrementierung wieder auf. Oder aber ich nehme diese Batterie, was ich jetzt nicht tun werde, denn die füllt das komplett wieder auf. Die hebe ich mir lieber auf, falls ich den Schuh in etwas verwandle, das ich nicht haben will, dann kann ich natürlich zweimal den Gegenstand wechseln. Und ich wäre auch sehr dankbar so langsam um ein Schadensupgrade. Denn im Moment geht es noch, was wir abziehen, aber es wird bald nicht mehr so toll sein. Also komm, was bietest du mir an, Spiel? Yo! Blue Cap, Schadensupgrade, ein paar blaue Herzen, oder ein zumindest, nehme ich. Dann lade ich doch mal direkt hier das wieder auf. Und schau mal, ob es noch einen netten Raum gibt. Einen Shop zum Beispiel, kann man oft auch nette Gegenstände kaufen.
die uns helfen können. Ihr seht, thematisch ist das Spiel so ein bisschen an das Eklige angelehnt. Körpersäfte etc. Ausscheidungen, Gedärm. Hier haben wir noch Karten. The Tower macht witzigerweise dasselbe wie das Buch hier, ist aber eine Einmalbenutzung. Bringt uns einen Haufen Bomben hier in den Raum, die uns aber auch selbst schaden können, deswegen will ich das nicht. The High Priestess schießt einen riesigen Fuß vom Himmel auf den erstbesten Gegner. Das kann man gebrauchen. Anarchist Cookbook möchte ich nicht. Necronomicon brauche ich auch nicht, zumal ich dann den D6 aufgeben müsste. Also lassen wir es hier. Das ist ein Self-Sacrifice-Room. Wenn ich hier einen Haufen Energie abziehe, kann ich tolle Sachen kriegen, wie Geld. Kann mich auch, wenn ich das ganz oft mache, direkt ins letzte Level beamen. Mache ich aber nicht. Sondern ich keine Späßchen. Ich will nicht gegen die Engel kämpfen, um ihre Schlüssel zu kriegen, um am Ende Mega-Satan zu töten. Das habe ich jetzt nicht vor. Ich will einen ganz normalen Spieldurchlauf machen. Toll, hier haben wir einen Fluch. Curse of the Lost. Das heißt, wir haben keine Minimap, was mich immer hoch verwirrt. Mirrored Buddy. Der schießt hier einen Punkt gespiegelt für uns mit. Was definitiv in Ordnung ist. Ja, nichts wirklich Großartiges. Hier haben wir einen Challenge Room. Wenn ich hier irgendwas aufmache, müssen wir ein paar Gegner besiegen. Mache ich aber, denn rote Kisten können interessante Sachen beinhalten. Nämlich ziemlich starke Gegenstände. Oder aber auch nichts. Oder Seelenherzen, alles drin. Wow. Ja, mal langsam mit den jungen Hunden, jungen Pferden, ne? Na, ich und die Aussprüche, das wird nix. Kommt, ich bin immer noch nicht richtig stark, ja, das muss ich dringend ändern. Oh nein, okay, jetzt schieße ich für kurze Zeit hier so schräg. Das will ich natürlich nicht. Oh, 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 oh. Das war ein Furz. Also, das war nix. Nicht viel gebracht. Ah ja, das... Ja, wie gesagt, diese schräge Geschichte brauche ich nicht unbedingt. Aber so ist eben. Geht gleich wieder weg. Ja, so. Ich hasse diese Gegner. Die nerven mich einfach. Nein! Ich habe Schaden genommen. Okay, Wette verloren. Mache ich bei diesen Würmern immer falsch. Ich will im letzten Moment ausweichen, besieg sie aber doch noch. Und da sie beim Explodieren in diagonale Richtungen Projektile verschießen, laufe ich direkt rein. Wunderbar. Und das, ja, genau, jetzt fängt's an. Jetzt geht's abwärts. Ja. The World zeigt mir die Karte an, bringt mir aber nichts, weil ich die Karte sowieso nicht angezeigt bekomme mit dem Fluch. Wow. Ist natürlich auch klar, dass wenn ich die Karte nicht sehe, dass ich immer genau dahin laufe, wo nicht das ist, was ich haben will. Diese Pille hat mich ein bisschen größer gemacht. Bringt aber nichts. Hat keinen großen Effekt auf das Spiel, außer dass ich größer bin. Hier habe ich 4 helfende Fliegen bekommen. Auch nicht schlecht.
Ah, ja. Auch meine Lieblingsfliegen hier. Kommt, explodiert. Nehmt den Rest mit. Gut, machen wir es anders. Ja, der schwarze Code benebelt die Gegner und zieht ihnen ein bisschen was ab. Das hat es jetzt gerade einfacher gemacht. Der schwarze Code zieht den Gegnern etwas ab. Ja, das, dafür liebe ich Computerspiele, solche Sätze. Ah, Münzen brauche ich nicht. Ja, man kann durch diese Stacheln durchlaufen, wenn man möchte. Ja, aber ich möchte nicht. Ich hasse Fliegen. Eigentlich hasse ich alles. Wirklich alles. Sag mal, ich finde wirklich nichts hier. Und ich ziehe definitiv zu wenig ab. Das muss ich dringend ändern, wenn es irgendwie möglich ist. Ah, nein, ich bin hängen geblieben. Okay, hier ist schon mal der Endgegner. Den Itembomb haben wir noch nicht gefunden, ne? Verdammt. Dann gehe ich aber nochmal raus. In der Hoffnung, einen interessanten Gegenstand zu finden. Ja, hat sich gelohnt. Wo sind sie? Wo seid ihr, ihr Gegenstände? Bin extrem langsam. Wir sind erst im dritten Level. Wenn wir das sechste Level unter 20 Minuten geschafft hätten, könnten wir noch einen Boss Rush machen, einen extra Raum, bei dem man eine ganze Menge an Endgegnern besiegen muss. Nur um einen läppischen Gegenstand zu bekommen, beziehungsweise zwei Gegenstände. Aber wir brauchen ein bisschen. Es liegt teilweise daran, weil ich hier ewig brauche, weil ich zu viel rede und weil ich zu wenig abziehe. Na, da ist er wenigstens. So, mal schauen. Was wird uns beschert? Wir können aussuchen. Ich weiß nicht mehr genau, ist das Eden's Blessing rechts? Das will ich eigentlich nicht. Ah, das ist aber auch... Aiden Schnails ist okay. Oh ja. Die Stoppuhr würde die Zeit für alles verlangsamen, außer für uns. Ah, das möchte ich aber nicht machen. Nee. Weil dann wird es tatsächlich auch etwas einfach. Das, so einfach will ich es mir dann tatsächlich gar nicht machen. Na dann, Endgegner, wo bist du? Diesmal nicht Space drücken. Polycephalus. Ja, doch, wir machen einigermaßen gut Schaden, wobei er auch nicht der stärkste Endgegner ist, den das Spiel so zu bieten hat. Oh ja, jetzt wird es schon interessanter.
Will ich? Ich probiere es. Nicht, dem kann ich rote Herzen geben. Und vielleicht gibt er mir einen Gegenstand dafür. Vielleicht gibt er mir auch nur Müll. The World. Toll, habe ich schon. Komm. Ah, the Empress bringt mir gerade auch nichts. Macht uns einfach für einen Raum stärker. Komm. Jetzt. Missing Page 2. Hat uns ein schwarzes Herz gegeben. Wenn das verschwindet, werden die Gegner im Raum Schaden nehmen. Ich nehme The Mark. Das erhöht nochmal unseren Schaden. Und ein bisschen Energie kann auch nicht schaden. Rote Herzen sind mir jetzt egal. Werden wir noch oft genug finden. The World. Nehmen wir das mal direkt, dass wir wissen, wohin. Gut. Warte mal. Ja. So, Freunde der Nacht, ihr seid tot. Was haben wir hier Schönes? Na toll, Tears Down heißt, wir schießen weniger Tränen. Was ist überhaupt nicht gut. Aber ich werde damit leben müssen. Ah, die halten mir immer viel zu viel aus. Komm, Schluss jetzt. Ah, Mist, ich hätte warten sollen. Naja. Das sind die Reflexe. Beziehungsweise die Nicht-Reflexe. Das ist nicht schlecht. Das ist Serpent's Kiss. Beschert uns, soweit ich weiß, hin und wieder schwarze Herzen. Und kann Gegner vergiften. Das ist gut. Komm. Wir haben einen kleinen Geheimraum. Was gibt's Schönes hier? Zwei Schlüssel. Ist okay. Kann man nichts gegen sagen. Oder war das ein anderer Gegenstand, der uns die schwarzen Herzen gibt? Naja. Was haben wir hier Schönes? Das ist irgendwie alles nix. Suicide King, das hilft uns überhaupt nicht. Diese Karte bringt uns direkt um. Wenn ihr euch fragt, wofür man den Quatsch braucht. Das ist ein reiner Synergieeffekt. Es gibt bestimmte Gegenstände, die uns helfen, falls wir sterben. Und mit dem Suicide King. Er würde uns einen Haufen Gegenstände geben, wenn wir das machen, aber wir würden sie ja nicht nehmen können, weil wir tot sind. Falls wir also eine Möglichkeit haben, nach dem Tod wieder aufzustehen. Das ist doch übrigens das Item, das uns die schwarzen Herzen gibt. Falls wir also eine Möglichkeit haben, nach dem Tod wieder aufzustehen, wäre Suicide King eine gute Möglichkeit, um einen Haufen Gegenstände zu bekommen. The Frail. Den mag ich überhaupt nicht. Aber er ist nicht so stark. Ihr seht die klaren Zelda 3 Einflüsse. Ah, nein. Aber okay. Nicht so schlimm. Deal with the Devil. Okay, gut. Jetzt wird es langsam interessant. Zwei Herzen für das. Spirit of the Night. Wir fliegen. Und unsere Tränen werden unsichtbar. Ghost Baby. Schauen wir mal. Das ist besser. Demon Baby. Schießt automatisch auf Gegner. Und das wäre... Das Pflaster gibt uns einen leeren Herzcontainer. Wenn ich aber ehrlich bin, würde ich das gerne austauschen. Einen Herzcontainer brauche ich gar nicht unbedingt. Ja, Tears Up. Wunderbar. So langsam kommen wir in Bereiche,
wo wir auch ein bisschen mehr Schaden machen. Es könnte natürlich immer noch besser sein. Aber so langsam kann ich damit leben. Und die Fähigkeit zu fliegen ist immer hilfreich. In jedem Spiel. Oh, hier haben wir noch einen Gegenstand. Freihaus. Bringt uns tatsächlich gar nicht so viel. Bob's Rotten Head ist so eine Art Bombe, die wir werfen können. Möchte ich eigentlich nicht. Ah, no. Aber falls wir unseren D6 wieder aufgeladen haben, können wir ihn ja austauschen gegen irgendwas anderes, was auch noch interessant ist. So. Merkt, jetzt geht es langsam auch etwas schneller voran. Was haben wir denn schön? Ah, nein, 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 auf gar keinen Fall. Dieser Gegenstand würde unsere Tränen magnetisch machen, was ziemlich nervig ist, denn magnetisch in einem, mit Anführungsstrichen, denn alle Gegner und Geschosse würden, sagen wir mal, wenn sie in das schwere Feld unserer Tränen geraten, abgelenkt werden. Das macht mich nur nervös. Wir haben Curse of the Maze, das heißt, ab und zu werden wir das verrückte Labyrinth und Junior Labyrinth mäßig nicht da rauskommen, wohin wir gegangen sind, sondern irgendwohin verschoben. Teilweise verschieben sich auch die Räume, ist aber nicht so tragisch. Es ist eher nervig. Oh, ein Sack, sind mehrere Sachen drin. Oh ja, das will ich. Ich hätte natürlich wieder ein bisschen sparen können. Ist mir aber egal. Ich... Skirty, nee, Bumbo, ja. Bumbo want coin. Dem können wir Münzen geben. Und dann wächst er an und macht irgendwann auch noch Schaden. Wenn wir Münzen finden, machen wir das. Und zwei Herzen. Na, zwei Suicide Kings, ne? Das hat's nicht gebracht. Die Leiter brauchen wir eigentlich auch nicht mehr. Na, lassen wir das mal. Ah, fliegen zu können hat etwas von Vorteil. Monstro 2, ich hab's schon wieder weggeklickt. Das tut mir leid. Ich mach das nicht mit Absicht. Ich mach es wirklich nicht mit Absicht. Die Bosse sind insgesamt recht einfach. Das Spiel ist eigentlich... Ah, verdammt. Nicht so schwer, aber man macht viele Fehler. Der Kochlöffel macht uns schneller. Ich finde, wir sind eigentlich schnell genug. Deswegen lasse ich das mal. Okay, gut. Der Drops ist gelutscht. Oh, yeah. So. Wir haben... Little Brimstone. Der macht extra viel Schaden und der macht noch ordentlich Schaden. Wir haben jetzt keine Herzcontainer mehr, wie ihr seht. Das heißt, wir laufen komplett auf Seelenherzen. Das verändert ein paar Sachen. Wir können uns hier Sacrificial Dagger holen. Der beschützt uns noch. Und wir haben, wie gesagt, keine normalen Herzen mehr. Den Kochlöffel würde ich gern austauschen gegen irgendwas anderes. Denn ich bin schnell genug. Diese Flammen hinterlassen manchmal Seelenherzen. Die können wir jetzt ganz gut gebrauchen. Keine Herzcontainer zu haben, ist tatsächlich... wird uns später noch zugutekommen. Das ist auch nicht so toll. Mit diesem Sticky Sack oder wie der Scheiß heißt, hinterlassen wir eine klebrige Spur, die Gegner verlangsamt und manchmal kriegen wir extra Spinnen, die uns helfen. Drei Suicide Kings, was soll das denn? Aber nehmen wir Juicy Sack, genau. Juicy Sack mit. Und weil man das wenigstens für irgend... Ja, Mann, das nervt. Nein! Weil man das wenigstens für irgendwas gebrauchen kann. Und
Plazenta will ich eigentlich auch nicht. Andererseits doch, ja, wir nehmen sie. Ist wieder ein Herzcontainer. Den werde ich aber sicherlich wieder los. Da wir Goathead haben, können wir auf jeden Fall in den nächsten Teufelspaktraum gehen. Und dann kann ich mein rotes Herz wieder loswerden. Warum ich es gern loswerden möchte, sage ich euch nach diesem Level. Wenn ihr das Spiel zum ersten Mal spielt, ist dieses Level Necropolis 2 bzw. Depths 2 ja, das letzte. Hier kämpfen wir gegen den Fuß unserer Mutter. Blood of the Martyr, Damage Up, auch immer gut. Damage Up können wir gebrauchen. Gibt es hier noch was Nettes? Oh ja, rote Kisten. Oh ja, jetzt wird es interessant. Jetzt wird es richtig interessant. Zack. Friss das. Yeah. Ups, das hier ist Guppys Schwanz. Guppy ist unsere Katze. Und wenn wir drei Guppy-Gegenstände haben, verwandeln wir uns in die Katze. Und da im Prinzip jeder Treffer, den wir landen, spawnt eine Fliege, die uns hilft. Damit werden wir nahezu unbesiegbar. Werde ich wahrscheinlich nicht schaffen. Guppys Tail hat folgenden Effekt: Wir kriegen sehr, sehr viele Kisten. Was uns auch eigentlich ganz recht ist, weil wir genügend Schlüssel haben. In den Raum kann ich nur rein, wenn ich mit Herzen bezahle. Habe ich aber keine Lust drauf. Lassen wir bleiben. Nein, Geld kriegst du auch nicht. Pille will ich auch nicht. Ja. Little Brimstone ist einfach wunderbar. Brimstone können wir auch als Träneneffekt haben, dann schießen wir selber so einen riesigen roten Strahl. Ist aber tatsächlich sehr selten geworden. Binding of Isaac war. Es ist sozusagen. Das, was wir hier spielen, ist die Erweiterung des Remakes von dem Original, The Binding of Isaac. Das war damals noch ein Flash-Spiel. Lief auch sehr ruckelig, wenn zu viel im Bild war. War aber auch schon damals ein Brüller vor, weiß gar nicht, wann das war, 2011 oder so. Und dann gab es eben irgendwann hier dieses Remake, The Binding of Isaac Rebirth. Und Afterbirth ist dann die Erweiterung dazu mit neuen Levels, neuen Gegenständen und so weiter. Gut. Gehen wir zu Mom. Sollte kein großes Problem sein. Ja, ab und zu kommt der Fuß runter, hin und wieder erscheint sie als ekliges Fettgeschwulst in einer dieser Türen oder als Auge. Das Spiel ist genau genommen eigentlich relativ eklig, aber wie gesagt, es. Wunderbar. So, jetzt haben wir die Wahl zwischen dem, auch erst nachdem man es ein paar Mal durchgespielt hat, kommt das, die Wahl zwischen dem Polaroid, also zwischen dem weißen Polaroid und dem schwarzen Polaroid. Wir nehmen das weiße. Das entscheidet dann, in welche Level wir nachher besuchen und wie weit wir dann gelangen im Spiel. Und der Witz bei dem. Nein! Das war genau das, was ich nicht wollte. Ja. Denn jetzt können wir unser rotes Herz nicht loswerden. Head of Krampus ist ein ziemlich mächtiger Gegenstand, den ich aber nicht mitnehme. Satanic Bible ist ganz nett, aber eigentlich brauche ich es auch nicht. Gut, wir gehen runter. Denn mit dem Polaroid wäre es so, wenn wir kein rotes Herz haben. Wären wir nach jedem Treffer für eine kurze Zeit unverwundbar.
Damit kann man eigentlich nahezu nicht mehr verlieren. So, jetzt sind wir im vernarbten Schoß. Ziemlich eklig wieder, aber gut, der Name ist halt Programm hier. Und hier, jeder Treffer zieht uns hier nicht mehr nur ein halbes Herz, sondern ein ganzes ab. Sollte aber tatsächlich trotzdem kein Problem sein. Wir haben auch hier nach dem Endgegner noch eine Gelegenheit, einen Deal with the Devil einzugehen. Und da Krampus schon da war, wir haben gerade eben gegen ihn gekämpft, kommt er auch nicht ein zweites Mal. Das heißt, hier werden wir auf jeden Fall unser Herz los. Und dann ist die Sache hier gelaufen. Um im sakralen Thema des Spiels zu bleiben, dann ist die Messe tatsächlich gelesen. Nein, machen wir nicht. Na, wäre natürlich lustig, wenn wir noch einen Gegenstand... Ah, nein. Gegenstand bekommen. So, ihr merkt, das wird nicht so kompliziert. Das ist ein Müll. Judas' Shadow. Ja. Okay, jetzt habe ich mich umgebracht. Wir kommen wieder als Dark Judas. Ist eine andere Spielfigur. Jetzt sind wir nicht mehr Isaac, sondern eine andere. Ist aber egal, wir kriegen einen Haufen Gegenstände. Schon wieder Plazenta. Okay, weiß gar nicht, ob ich das will. The Sun. Okay, also ich will das. Oh ja, ah, jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Halo ist eigentlich, das ist eigentlich zu gut. Wir kriegen jetzt zwar wieder ein... Wir kriegen jetzt zwar wieder ein rotes Herz zurück, ist aber egal. Wir können eigentlich direkt runtergehen. Unterhalb von Level 6. Also im Schoß und auch weiter drunter gibt es keine Itemräume mehr. Ist aber egal, denn... wir sind jetzt so vollgestopft mit Schaden und so weiter, dass wir eigentlich... Ups. Dass wir eigentlich nicht mehr verlieren können. Das habe ich auch gern. Das ist der Fluch, bei dem man nicht sieht, was man für einen Gegenstand hier hat. Ist aber egal. Wir nehmen einfach alles. Es gibt gewisse Gegenstände, die ruinieren einem das Spiel, aber ehrlich gesagt, uns geht es hier gerade schon so gut, allzu schlimm wird es nicht sein. Es kann immer noch sein, dass ich das verliere, denn langsam bin ich zu schnell. Tammy's Head ist okay. Ich würde aber gern was anderes nehmen. Ich könnte eigentlich das Sun benutzen. Jetzt haben wir die Karte und volle Energie. Naja, warum nicht? Kann immer noch sein, dass ich verliere, weil ich eben vorhin so viel Energie aufgegeben habe, indem ich mich in Dark Judas verwandelt habe. Aber wir kriegen hier so viele Herzen zurück. Das sollte eigentlich kein Problem sein. Jetzt schneiden wir einfach nur durch und dann fängt das Spiel auch an, Spaß zu machen. Die besten Spiele sind bei denen man relativ schwach anfängt und sich dann hocharbeitet. Da gehört natürlich auch viel Glück dazu. Bob's Brain, ja, das ist einer der Gegenstände, die können einem das Leben schwer machen. Das ist ein Gehirn, das explodiert bei Kontakt mit den Gegnern, wenn ich es schieße. Und das hat das Potenzial, mich zu verletzen. Und das werde ich sicherlich auch tun, aber es kann auch helfen. So ist es nicht. Ich hätte es austauschen können. Aber Bob's Brain ist eigentlich auch ganz lustig und zieht auch ordentlich viel ab. Also ist kein Grund, es nicht zu mögen. Unser kleiner Kasper hier ist auch ein bisschen fetter geworden.
Nicht schlecht. It Lives. Oder auch Mom's Heart. Es ist das Herz der Mutter. Das wird relativ schnell gehen. Den geheimen Boss, The Hush, werden wir jetzt nicht mehr treffen. Dafür sind wir schon zu lange im Spiel. Mal schauen, was haben wir hier noch Nettes? Wissen wir ja nicht. Aber es ist immer besser... Ah, nein, ich Idiot hätte natürlich das... das Zweiherzige nehmen sollen. Egal. Wir gehen in die Kathedrale. Denn auch wenn wir nur einen Herzcontainer haben, können wir den Deal nehmen, der zwei Herzen verlangt. Das ist egal in dem Fall. Und die Zweiherzigen sind natürlich die wesentlich besseren Gegenstände. Dark Bomb bringt uns überhaupt nichts. Ja, ne, wohl, das stimmt nicht. Der bringt uns schon was. Der schnappt sich rote Herzen und macht daraus hin und wieder blaue. In dem Sinne können wir das durchaus gebrauchen. Ein goldenes Herz. Wenn wir das verlieren, kriegen wir Geld. Brauchen wir aber eigentlich nicht. So. Oh nein. Die hasse ich am meisten, diese Fatzos hier, weil die können springen. Und haben auch einfach zu viel Energie. Viel zu viel. Nervt einfach. So. Das Spiel sieht tatsächlich jetzt nicht so schwierig aus. Ist es eigentlich auch nicht, aber ich bin oft genug gestorben. Kommt auch auf die Figur an, die man spielt. Manche sind ein bisschen leichter, manche sind wesentlich schwerer. Kommt auch darauf an, welche Gegenstände man bekommt. Manchmal kriegt man einfach nur Müll. Hätte ich austauschen sollen. Da tausche ich aus. Megabomben, okay, das ist auf jeden Fall... Das garantiert, dass ich das nehme. Diese Dinger ziehen so viel ab, das ist nicht mehr feierlich. Ich weiß gar nicht, ob sich das auch auf Bob's Brain bezieht. Ja, auch wenn nicht, es wäre egal. Na, ihr seht, hier unten begegnen uns auch Endgegner von früher als normale Gegner. Ist aber kein Problem. Inzwischen schnibbeln wir einfach nur noch durch. Das bringt mir eigentlich gar nichts. Okay, gut. Holen wir wieder ein rotes Herz zurück. Ist egal. Alles wurscht. Wir kommen... Ah, verdammt. Wir kommen irgendwie durch. Ja, es ist... Ups. Ja, jetzt geht's hoch. Na, durch Guppy's Tale kriegen wir sehr viele Kisten und in Kisten finden sich auch sehr viele Gegenstände inzwischen. So, jetzt haben wir einen Haufen Geld, mit dem wir eigentlich nichts anfangen können. Gibt einige wenige Gegenstände, die uns jetzt, ja, in dem Sinne noch was nützen würden. Ist aber egal. Yo, der Hierophant. Gibt uns zwei Seelenherzen, nehme ich immer gerne an. Ich laufe wieder voll rein. Inzwischen bin ich auch so schnell, dass es schwierig ist, dem wieder auszuweichen, wenn man zu schnell ist einfach. Ist aber egal, denn wir kriegen Dutzende blaue Herzen. Jetzt können wir einfach nur noch
bis zum Ende gehen und es wird nichts mehr groß schief gehen. Jo, noch ein bisschen mehr Glück. Na, komm. Das ist Isaac. Wir kämpfen gegen uns selbst. Das ist natürlich hochclever. So, Freunde. Ah. Ups. Komm schon, Kumpel. Das war's dann. So, jetzt noch runter mit in die Truhe. Mit dem Polaroid können wir das tun. Ansonsten wäre das Spiel hier vorbei gewesen. Hier ist jede Truhe ein cooler Gegenstand. Ahaha, gut. Oh, oh ja. Polyphem. Jetzt ist kein Halten mehr. Okay, passt auf. Woo! Jetzt haben wir eine absolut wahnsinnige Tränenrate und jede Träne zieht so viel ab durch Polyphem, dass es, ja, es ist keine Diskussion mehr. Ab und zu explodieren die auch noch. Also, das war's. Können nicht mehr verlieren. Was haben wir hier noch Schönes? Ah, noch 99 Bomben, auch immer gut. Nehmen wir. Friss das! Der Joker. Schön. Ah, Abaddon. So, noch. Oh, jetzt bin ich Leviathan geworden, weil ich sehr viele. Es gibt so ein paar Gegenstände. Wenn man ein paar davon hat, dann wird man noch stärker. So, nein, er hat mich getroffen. Ja, Mongo Baby, alles, ich nehme alles. Kommt her. Es hat keinen Zweck, Jungs, gebt auf. Gib's auf, gib's auf. Na, ab und zu nehme ich dann selbst Schaden, weil mir die Tränen einfach so vor mir explodieren. Robo Baby 2.0. Wir haben eine ganze Gefolgschaft dabei. Ja. Diese Riesentür, wenn wir den Schlüssel hätten, könnten wir jetzt gegen Mega Satan kämpfen. Haben wir aber nicht. Ja, das hätten wir ausführlich planen müssen. Geht auch dann nicht immer. Oh, jetzt geht's ab. Yeah. Piggy Bank ist egal. Es bringt eh nichts. Ah. Komm schon. Jetzt kämpfen wir gleich gegen Blue Baby. Das ist der letzte. Und dann ist das Spiel vorbei. Das ist das Schöne tatsächlich auch an Isaac. Spiele dauern so, wenn man sie durchspielt und nicht nach 5 Minuten stirbt, wie es mir oft genug passiert ist, zwischen 30 und 60 Minuten und sind damit in der idealen Länge, um so ein bisschen Langeweile zu überbrücken, als Pausenfüller ganz gut gedacht. Wenn man unterwegs ist, gibt es auch für PlayStation 4, PSP oder eben für PC. Oh mein Gott. So viele Herzen. Okay. Friss das. Na, wenn wir jetzt nicht so verrückte Tränen hätten, könnte es sein, noch mehr Tränen. Oh ja. Yeah. Die fliegen jetzt extrem langsam wegen Dead Onion. Aber... Ah, stopp. Mist, da war noch was. Da war auch noch eine Truhe. Was haben wir hier? Ich weiß nicht mehr genau, was das ist, aber ich glaube, es war Mist. Wo ist denn... Ich nehme es trotzdem. Ah ja, ich kann jetzt... Ah ja, genau. Der...
transportiert unsere Tränen jetzt immer genau in die Richtung, in die wir schießen. Ja, das... Ja. Also so eine starke Runde hatte ich tatsächlich auch schon lange nicht mehr. Es gibt auch viele Runden, daher würde ich jetzt für jeden Raum 5 Minuten brauchen, wenn man einfach den Schaden nicht macht. Aber das ist ja tatsächlich witzlos, ja. So, das war's. Das war eine Runde Binding of Isaac. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich kann das Spiel nur empfehlen. Also, es kostet auch nicht allzu viel. Junge, es ist 13 Euro oder so. Und ich habe, keine Ahnung, über 300 Stunden drauf. Es macht einfach immer wieder Spaß. Jede Runde ist auch ein bisschen anders. Oder nicht ein bisschen anders. Manche Runden sind auch ganz anders. Ja, definitiv mein Casual-Spiel des letzten Jahres, das ich nur weiterempfehlen kann. Wenn euch das gefallen hat, gebt einen Daumen hoch und ansonsten sehen wir uns in einem anderen Let's Play. Ciao!